So, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen weiteren Aufnahme. Warte mal ganz kurz. Pause. Mal ein anderes Hintergrundbild machen. Gucken, ob wir noch ein schönes Hintergrundbild finden. Ja gut, Weihnachten haben wir jetzt nicht wirklich. Das funktioniert nicht. Wen kann? Bitte nicht. Ja, das wäre... Ein schöner Kräutertee, bitte. Ach ja. Nehmen wir das. So. Muss für den Anfang reichen. Okay. Dann würde ich mal sagen, let's go. Machen wir erstmal. Bisschen Feldarbeit und dann, also ne, damit wir unser Feld ein bisschen bewachsen können und dann würde ich auch direkt anfangen, einfach bei uns unterm Haus einfach mal ein bisschen in die Tiefe zu bauen. Ja, ein bisschen Downhill oder Downschacht oder Schachmatt. Würde ich mal sagen, es klingt doch wie ein Deal. Oder nicht? So, also einmal zum Feld, das Feld ist da hinten. Oder wir fangen jetzt hier an, den gesamten Berg hier abzutragen. Also nicht den gesamten Berg, sondern da vorne das Ding abzutragen. Wäre auch etwas, was wir machen könnten jetzt gerade noch. Weil so viel Fläche brauchen wir hier noch nicht. Ja, guck mal, wir tragen bei dem Berg hier immer so viel ab, wie viel vorne Fläche brauche. Hier ist doch noch gar nicht gewachsen. Sollte das nicht normalerweise immer, sollte ich da hingehen, einen Wachstumsschub bekommen, so nach dem Motto, aha, er war eine Weile nicht da, also ist das um so viel Prozent gewachsen. Aber hier gab es überhaupt keinen Schub. Hier gab es höchstens einen Schub in den Arsch. Alle bekloppt hier. Okay, dann halt nicht. Jetzt bin ich sauer. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Scheiß mein Test. Ab heute spiele ich Minecraft. So. Ja, meine Kamera, die rutscht doch halt immer höher. Was ist denn hier los mit dem Ding? So, das war geil. Schauen wir das. Hallo, ich bin die Kamera. Ich hab keine Ahnung, wie das geht hier. Ich glaube, ich brauche einen Doktor. So. Ja, das ist ein bisschen sehr schräg. So. Ja, noch nicht so ganz, noch nicht so ganz, noch nicht so ganz. Ah, so ist gut. Das kann man schon machen. Ist ja behindert hier. Okay. Ja. Ja, was soll's. So, Spitzhacke haben wir. Erstmal gucken, ob wir hier irgendwie was from der Tasche in die Tasche machen können. Wir haben halt noch kein einziges Eisen. Wir können also noch, auch noch keine zweite Kiste bauen. Und unser Inventar ist einfach voll. Wir haben auch noch keine Wolle, wir können also keine Backpacks bauen. We are fucked. For life. Ja, aber wir haben wenigstens Fackeln, da können wir jetzt, also wie gesagt, ein bisschen in die Tiefe bauen. Bisschen so. Ich weiß aber noch nicht genau, wie wir das machen. Ich mache einfach mal hier. Ja, direkt nach unten bauen ist natürlich eine geile Idee. Das macht man immer so. Oh, Kohle. Es gibt viel zu leben, was ich gerade mehr brauche. Hier ist überhaupt richtig, also wenn wir hier so eine Etage machen, haben wir 1, 2, 3. Hier kommt der nächste Boden. Ja, doch, alles weit korrekt. Genau, immer 3. Also immer 4. Aber Abstand, also. Ja, ihr wisst schon. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Es ist der Kies.
Du kommst da weg, du gehst nach da. Der war falsch. So, hier brauchen wir einmal das und einmal das. Ich glaube, ich lasse den Kies hier einfach so, erstmal wie er ist, ne? Oh, stört keinem. Schon wieder Kies, ey, was ist denn hier los? Ah ja. Wenigstens wissen wir genau, wir brauchen definitiv vor uns bei vor Kies Armut nicht in Acht nehmen. Schwupps und schwupps und ja, sieht gut aus. Oh, Kohle. Nö, die brauche ich auch gleich mal ab hier. Ja. Ich fühle mich benutzt. Hä? Haben wir jetzt die Kohle gerade gar nicht aufgesammelt? Danke dafür. Einfach danke dafür. Ich glaube, da werde ich wohl erstmal mit meinem Anwalt hier sprechen dürfen. Tja, mittlerweile sind wir echt doch ganz schön tief. Ich weiß gar nicht, also wir dürften mittlerweile auf jeden Fall auch schon unter Null sein. Aber wobei ich mir da noch gar nicht so sicher bin. Vielleicht sind wir auch noch über Null. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus, wie als wenn unter unserem Haus eine Höhle wäre. Das glaube ich jetzt eher weniger. Und das ist Spitzhack auch weg. Ach, Remination. Da ist die Zent deprimierend. Spitzhack. Brapp. Dankeschön. 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 So, zwei Etagen können wir noch runtergehen, da sind unsere Leitern leer und dann geben wir einfach mal auf. Schon wieder Kies, Alter. Mindestens Kies haben wir 10.000-fach. Ist auch schon mal was, oder nicht? Okay, dann war es erstmal. Das heißt, unter unserem Haus befindet sich auch nicht direkt eine Höhle. Zumindest nicht unter unserer Treppe. Kann ja sein, dass die irgendwie zwei Blöcke daneben ist. Und dann ja, sind wir haarscharf dran vorbeigegangen. Das wäre durchaus traumatisierend, aber was willst du machen? Halt, da. Hier geht es auch noch ein bisschen weiter nach oben. So, die Frage ist, was können wir jetzt machen, damit unsere Felder wachsen? Wir könnten natürlich auch, wir haben ja mittlerweile ein paar Knochen. Wir könnten also, könnten wir. Ja, ich sehe, wir haben ja auch massig Blätter. Da können wir also Dünger erzeugen. Ja, Knochen haben wir ja auch. Und dann machen wir mal vielleicht unsere Feldarbeit ein bisschen beschleunigen. Erstmal gucken, wie viel kriegen wir hier raus. Hier kriegen wir 24 draus. Das ist doch schon mal was ordentlich. Schiss. Du gehst mal bitte nach da, 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 da. So kriegen wir auch 4, also so. Perfekt. Bam, 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 bam. Easy. Kleider Ratsch erstmal rinnen und schon ist hier wieder alles voll. Easy. Bumm.
Autsch, ich bin verletzt, brauche einen Arzt. So, jetzt haben wir 48 Mal, was auch immer, Bone Meal. Das heißt, wenn jetzt immer noch nichts gewachsen ist, dann können wir zumindest manuell ein bisschen Hand anlegen hier. Lalalala. Nee, ist einfach nichts gewachsen. So, hier ist das der Coton. Digga! Muss ich ja echt dreimal raufklatschen. Ich dachte, das grüne Zeug ist bombastisch gut. Aber so eher nur bombastisch am Arsch. So. Immerhin haben wir einen Plus bekommen. Nee, so wird das hier nichts. Das ist ja Katastrophe. Das ist ja Katastrophe. Wir haben wieder nur einen Plus bekommen. Es wird immer schlimmer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt haben wir ordentlich Plus bekommen. Jetzt haben wir jeweils fast einen doppelten bekommen. Das sieht doch schon besser aus. Dann machen wir noch was unsere Hoe. Ah, die waren natürlich nicht mit dabei. Scheiße, die waren da. Ja, wie ist das? Komm, können wir hier gleich mal hier ein bisschen abbauen. So. Hey, hier bleiben. Entschuldigung. So, fangen wir jetzt doch schon hier an, ein bisschen Terraforming zu machen. Was? Achso. Hier ist eine Lücke im System. Oh mein Gott, eine Systemlücke. Ich glaube, hier werden systematisch Lücken gemacht. Nee. So. Jetzt brauchen wir mal eine Hoe. Und dann brauchen wir eigentlich noch ein, genau, ein Wassereimer. Da machen wir nämlich jetzt das, was ich in der letzten oder vorletzten Folge gemeint habe, mit unterirdisch ab und zu mal ein bisschen Wasser machen, sodass das Feld quasi komplett bewässert ist, ohne dass das Wasser vom Meer so weit reicht oder vom See. Ich schätze mal, das macht schon, Alter, ja. Man merkt sofort hinten die ganzen Bäume, das droppt sofort die Framerate. Alter Schwede, holy shit, die ganzen Blätter hier. Weißt du was? Ich glaube, ich mache doch noch mal eine normale Kiste. Drauf geschissen. Da kommen zumindest die ersten Blätter rein. Wie war das? Ja, genau so. So. Schade, klappt nicht. Ich dachte, ich könnte das Ding austricksen. So, haben wir ein paar Blätter drin. Easy. So, wir brauchen ein Eimer, wir brauchen eine Hoe, wir brauchen eine Bow. Da. Du kannst da rein, du kannst auch da rein, du kannst auch da rein. Nee. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg, du kannst weg. Alles weg. Du kannst in die Kiste, die ungeschützt ist. Nee. Oh mein Gott. Ah, trifft sich ganz gut. Können wir direkt mal was essen hier? Beziehungsweise wir können erstmal ein paar Zwiebeln essen oder was auch immer. Danke. Oder Bananen. Davon haben wir auch massig gerade. So, Leder. Können wir uns ja bald eine Lederrüstung bauen, ne? Rüstung haben wir jetzt gerade eher nicht so am Start. Das wäre also gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen halt scheiße viel Baumwolle, ne? Ich glaube, ich nehme mal dich doch mit. So. Fackel brauchen wir jetzt gerade keine. Schmeiß mal dich auch damit rein. Achso,
Wie sieht es eigentlich aus? Siehst du, kannst du direkt hier mit rein? Passt das doch auch? Oh, Alter, was ist gerade los? Nein! Diese Schafe haben immer einen Lebenspunkt mehr. Ja gut, okay. Das ist jetzt hier, das kann weg. Ja. Was will ich gerade sagen? Genau, die Schafe haben immer einen Lebenspunkt mehr, weswegen sie gerade mit einem Lebenspunkt überleben immer. Das ist ja total bescheuert. Hallo Pferd. Wobei, das Pferd gibt glaube ich auch Leder, ne? Kann das sein? Keine Ahnung. Ich habe das einfach mal am Leben gelassen. So. Meine Idee ist jetzt folgende. Wir machen mal. Weißt du, was machen wir mal? Ja gut, das ist natürlich. Oh ne, jetzt habe ich. Okay, dann machen wir mal. Ich krieg eine Krise. Oh, ich hab keinen Bock mehr. War ja klar, weißt du, überall sind hier fünf Schichten Erde übereinander. Und dann, wenn man mal ein bisschen Erde im Boden braucht, dann kommt natürlich sofort direkt Stein. Ihr wollt mich doch verarschen. Das liegt daran, weil ich das Pferd nicht umgebracht habe. Jetzt rächt sich das Spiel. Hier, die Pferdebuletten. Komm her, komm her. Oh, sag ich doch. Immerhin gibt's Leder. Doch bekloppt hier. Her damit. Dankeschön. Meine Güte. Aua. Tut ja weh hier. Alles, was ich wollte, ist ein bisschen Wasser. Alles, was ich bekam, war ein bisschen Scheiße. So. Da machen wir mal hier ein Loch. Dann machen wir. Mal kurz, aber hier. Eigentlich würden wir das auch ein bisschen, wobei, nö, eigentlich reicht das so vollkommen aus. Mach ich mal hier. Ah, hier war hier Sand gewesen. So. Perfekt. Jetzt haben wir hier nämlich auch schon Feuchtgebiet. Das ist doch perfekt. Nice. So, Saplings, da haben wir hier, haben wir einmal Oat, haben wir Baumwolle. Wir können uns eigentlich auch noch ein paar Saplings machen, indem wir hier die ganzen Reis zum Beispiel. Können wir ja mal. Oh. Ach, da bekommt man auch Baumwolle von. Interessant. Wieder was dazu gelernt. So, das Zeug hier. Das machen wir jetzt. Nein, Linksklick. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, perfekt. Besser wird es nicht mehr. Okay. Ich meine, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Baumwolle. Wir brauchen, für eine einzige Tasche brauchen wir mindestens 25 mal Wolle, ne? Für eine kleine Tasche. Das heißt, selbst dafür fehlt uns noch immer noch drei Baumwolle. Das ist halt hart deprimierend. Das ist ja echt hart deprimierend. Okay. Mal, hier wachsen jetzt zumindest ein paar Sachen. Eigentlich müsste ich jetzt hier so erstmal nur 3 Stunden stehen und dann hoffen, dass dabei dann irgendwas bei rumkommt.
Das ist scheiße deprimierend. Aber gut, was willst du machen? Außer beten? Oh, siehst du, das ist gewachsen. Sag ich auch. 3 Stunden rumstehen passt perfekt. Aber jetzt muss ich Dünger machen. Man hat ja gesehen, wie viel Dünger wir hatten. Und das war schon ein guter Dünger. Und trotzdem hat das nicht so lange gereicht. Gut, ich meine, wir können doch diesen billigen Dünger machen, diesen ganz braunen. Bei den schieren Massen an Blättern, die wir haben, wäre das zwar kein Problem, aber es verbraucht halt auch sehr viel Holz. Also hier diese Baumstämme gleich direkt. Und das ist dann etwas, wo ich sagen muss, okay, das tut doch ein bisschen weh. Na? Das geht mitten durchs Herz. Und da bin ich nicht mit einverstanden. So, können wir hier eigentlich mal anfangen, hier ein bisschen die Außenfassade zu bauen von unserem Haus. Ne? Alter, die Bäume da hinten, jetzt mach ich mal ein bisschen. Ist ja. So. Nee, liegt gar nicht hinter den Bäumen. Die stockert immer noch so ein bisschen hier. Sind hier irgendwelche Objekte oder sowas? Irgendwas, was mein Test in die Knie zwingt? Weil stockert so genauso stark, wie wenn ich so habe. Ja, das ist beides genau gleich. Na doch, ja doch. Woran liegt denn das? Was ist denn hier? Da muss hier irgendwas sein, womit mein Test nicht klarkommt schon wieder. Ich würde aber auch kein Clear Objekt machen, weil bei Clear Objekt, da werden auch bestimmte Sachen gelöscht, die nicht gelöscht werden sollen. Ja, die Frage ist halt, was ist denn hier? Aha, die Kuh zum Beispiel. Die ist auch jetzt schuld. An allem. Danke. Da muss hier irgendwas sein, bei den Bäumen vielleicht? Nee, ne? Soll hier irgendwas sein? Vor allem, ich habe 60 Bilder pro Sekunde, aber es fühlt sich trotzdem so an, wie als wenn es stockert. Ich nur noch 40. Das ist viel. Also die Grafikkarte scheint es nicht zu sein. Scheint irgendwas hier in der Gegend irgendwas zu sein, entweder unterirdisch, irgendwie was, was ein bisschen meint, in die Knie zwingt. Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant, das Ganze. Ja. Wer weiß das schon. Okay, Holz. Wir brauchen ganz viel Holz. Wir brauchen super viel Holz. Wir brauchen extrem viel Holz. Dafür kannst du weg und du weg und du weg und überhaupt alles weg. Was wir jetzt mal bauen wollen, ist genau das Ding hier. Das muss weg. Das muss komplett. Adidachi. Du auch. Wie hoch machen wir das Ding? Machen wir 3 oder 4 hoch? Ich würde mal sagen, wir machen 4 hoch. Ah, soll schon ein bisschen wohnlich aussehen und nicht so wie bei armen Leuten hier. Oh, das ist ja Hupsili. Ja gut, ist halt so. Die Frage ist, wie machen wir das designtechnisch, dass es das so aussieht, wie als wenn das so sein. So ist, wie es sein soll. So sieht es nicht unbedingt sehr stabil aus. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass das Ding hier auf dem Holzbrett lastet. Ja. Dann müssen wir es aber hier hinten genauso machen. Dann kommt der untere Stamm doch wieder weg hier. Adviridachi. Du hast lange genug existiert. So mindestens 3 Sekunden. Ah, das waren mindestens 2 Sekunden über deine geplante Lebensdauer. Ja. Perfekt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, sehr schön.
Jetzt müssen wir überlegen, jetzt ziehen wir hier einfach erstmal lang. Wir ziehen ja einfach erstmal blank. Das ging ja relativ gut. Danke dafür. So, machen wir erstmal rein eine solide Außenwand. Dann gucken wir, wie wir die Räume am besten verteilen. Und dann gucken wir, wie wir die Fenster am besten verteilen, aufgrund der Raumstruktur. Ne? Klassische Überlegungsarbeit. So ungefähr. Ja, komm. Lecke mich doch Arsch, du Arsch. Oh, schon wieder leer. Das gibt's doch gar nicht. Billigholz. Siehst du, von der Grundfläche geht's doch voll. So, jetzt kommt wie folgt. Hier kommt man rein. Das heißt, hier wäre dann auch ungefähr so der Flur. Das heißt, der Fl die F machen wir so einen schmalen Flur oder machen wir einen relativ breiten Flur? Oder allzu viel Platz haben wir hier sowieso nicht. Ich würde also so ein. Ich glaube, wir arbeiten ohne Flur, sondern arbeiten mit so einem Zentralraum, der sich hier so ergießt. Machen wir hier so Küchenbereich. Also quasi so semi-offen. Machen wir hier zu. Danke dafür. Haben wir quasi hier so die Tür. Hier haben wir den offen. Kann man denn so seine Mutter anschreien? Hey, wann geht's fort da? Fotze! Und ja, da hat man hier so die, wie gesagt, so die Küche. Dann geht es hier so ungefähr so zu so. Man sieht den Keller. Oh mein Gott, ich schiete. Eigentlich ja, weil das mit in sich selber bauen kann man ja nur, wenn man Noclip hat. Warum haben wir Noclip, aber kein Fast? Nee, haben wir Fast? Haben wir? Nee, Fast haben wir nicht. Fly haben wir auch nicht. Aber Ghost, also Noclip haben wir. Warum? Wer macht denn so einen Scheiß? Was ist denn los? So, dann haben wir hier so die Küche. Und dann haben wir, können wir quasi hier so. Nee, das machen wir mal so eher so auf die Seite hier. So haben wir dann so den nächsten Raum. Und kein Holz mehr. Hallo? So. Dann können wir hier noch so einen kleinen Raum haben. Ja, doch, das sieht so super gut aus. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass das angeblich gut aussieht, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde hier direkt einziehen. So, wir brauchen jetzt drei Türen. Eins, zwei, drei. Das heißt, wir brauchen 6, also 18. Auch passt ja. Haben wir genau 18 Holz. Wenn das nicht Perfektion auf, keine Ahnung was ist, dann weiß ich auch nicht. So, die Tür kommt da rein. Die Tür kommt da rein. Und die Tür kommt da rein. Und schon haben wir hier wunderbar. Hier haben wir einen Raum. Hier haben wir einen Raum. Und dann haben wir hier einen Raum. Ist doch geil.
Jetzt merke ich gerade, dass es hier relativ wenig Sinn macht, weil hier ist ja kein Essensbereich. Das heißt, dann mache ich hier doch wieder zu. Dann macht das ja hier so überhaupt keinen Sinn. Dann ist das halt doch keine Küche, sondern irgendwas anderes. Was auch immer. So. Was wir hier noch brauchen, ist ein bisschen Liebe. Und davon nicht zu wenig. So, halt. So. 4, 8. Mach mal 8. Okay, wir hatten doch. Nee, 4 hat nicht gereicht. So. Kann man hier so schön, ne, damit man hier nicht Suizid begehen kann. Oh, easy. Oh, hier fehlt da noch was. Upsala. Wenn ich das jetzt so mache, sieht es dämlich aus. Wenn ich jetzt so mache, dann muss ich hier drin aber auch noch machen. Dann sieht das wieder dämlich aus. Ich kann es doch andersrum machen. Dann mache ich die Tür nach außen öffnend. Das heißt dann ungefähr so hier. Ja, so ist vernünftiger. Wisst ihr was, mache ich alle Tür nach außen öffnend. Ich glaube, das macht so Sinn. Perfekt. So ist in Ordnung. So kann man machen. Okidoki. Fenster machen wir dann später irgendwann mal. Und ja. Easy peasy. Das hast du doch. Genau, ja. Gut, ohne Fenster sieht das Ganze jetzt natürlich aus wie so ein Block. Ja, und wenn es da nicht durchgeht, dann sieht es auch kacke aus. Das ist doch kacke. Ja, ich glaube, wir müssen hier doch machen, dass es hier so durchgeht. Ich glaube, dann mache ich die Pfeile einfach weg. Das ist ja auch wieder kacke. Das sieht ja auch wieder scheiße aus. Sieht doch behindert aus. Da! Ja gut, da müssen wir hier uns bei der Außenfassade doch noch was überlegen, wie das nur halb behindert aussieht und nicht völlig behindert. Das ist dann tatsächlich zeig mal die her. Wie würde das denn aussehen, wenn wir das jetzt hier so machen, wie wir es machen? Also auf jeden Fall besser als mit diesen komischen reingestellten Dingern. Also, zumindest wenn wir hier oben noch. Ihr wisst schon. Ich glaube, das mit dieser einfarbigen Fassade ist doch nicht so geil. Es fehlt halt der Kontrast und das sieht man halt. Ne? Wir müssten den Boden mit einer anderen Farbe machen, ansonsten sieht es einfach nur so aus wie so ein Holzblock. Gut, liegt doch daran, vor allem, dass jetzt noch die Fenster fehlen. Also ist ja auch ein nicht unwichtiger Faktor. Aber da müssen wir die Seitentechnik noch ein bisschen was hindeichseln. Sieht schon nicht schlecht aus. Also jetzt eigentlich schon, doch. Aber ich hoffe nicht für immer. Ich hoffe echt nicht für immer. Hütchen, dann soll es das für diese Session auch gewesen sein. Wir haben mittlerweile. Wartet mal ganz kurz.
Genau. Ne, wir haben mittlerweile ja 8 Folgen aufgenommen. Sollte also alles passen, soweit. Ansonsten, ja, würde ich dann mal sagen, so, sieht man sich dann alsbald mal wieder. Mal gucken, ob ich nächste Folge oder nächstes Mal dann hier weitermache mit dem Spielen oder wieder was anderes mache. Wobei das jetzt doch schon ein bisschen längerfristiger sein soll, ne? Da können wir uns mal ein bisschen so beschäftigen. Ja, genau. Noch was zu sagen? Ich denke mal nicht. Ich denke nicht. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, schau mit V bis später und irgendwann mal monetisch.